Hallo und herzlich willkommen. Ich darf euch im Namen des Teams zu heute begrüßen. Kommt ruhig alle näher, schnappt euch alle eine Kerze. Jeder hat eine Kerze, ein Licht. So, nun seid ihr alle da. Alle haben eine Kerze, hoffentlich. Alle haben eine Kerze. Kerze in die Höhe halten, kurz bitte. Sehr schön. Die Kerzen sind oben, das Schild ist unten. Wir wollen jetzt anfangen. Wir wissen alle, warum wir hier sind. Und mit diesen Worten darf ich das Wort schon an unseren Veranstalter, an die Person, an unseren Lieben. Darf ich das Wort an Khalil übergeben? Danke. Liebe Leute, jeden Tag lese ich in der Zeitung viele schlechte Nachrichten über Flüchtlinge. Flüchtlinge vergewaltigen Frauen. Flüchtlinge schmeißen das Essen weg. Flüchtlinge arbeiten gar nichts. Ich habe aber in Österreich viele Gutes erlebt. Die Österreicher lernen mit Deutsch. Die Österreicher helfen mir, eine Wohnung zu finden. Die Österreicher akzeptieren mich so, wie ich bin. Und dafür bin ich dankbar. Und ich möchte dafür Österreich danken. Weil... Nicht nur das, also das ist mein Ziel und mein Ziel auch, dass über die Flüchtlinge gut geschrieben und gewusstet wird. Und die Idee ist, dass wir das Symbol von Österreich, der Stephansdom ist ein Symbol für die Österreicher. Und wenn wir den Stephansdom umarmen, umarmen wir Österreich damit und damit umarmen wir auch die Österreicher selber. Und jetzt, bevor wir eine Kette herum von der Stephansdom machen, möchte ich mich bei meinem Team bedanken, dem Matthias, der andere Matthias auch, irgendwo, die Mudi und die Aschka und die Adriana auch. Nach wir die Kette herum von Stephansdom machen, bitte ich euch, dass wir um Eingang von der Stephansdom uns treffen, weil ich ein Danke mit dem Kerzen schreiben will. Dankeschön. Aus Italien. Ich bin zu diesem Team dazu gestoßen, um die Aktion mitzuorganisieren, weil ich es ganz wichtig finde, dass man ein positives Zeichen sendet, vor allem jetzt in Österreich, in der politischen Situation, die wir haben. Und weil sonst einfach die Meinung in den Medien und von Menschen rundherum einfach ganz anders ist gegenüber Flüchtlingen. Und ich fand es ganz wichtig, dass bei dieser Aktion eben nicht nur Flüchtlinge oder Menschen mit Fluchthintergrund dabei sind, und dass auch Österreicher dabei sind und mitorganisieren und zusammen in dieses positives, starkes Zeichen setzen, was sich wahrscheinlich noch irgendwie dann weiterentwickeln kann. Also ich glaube, das kann noch eine größere Bewegung werden, weil ich finde es einfach ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich nicht einfach nur zuhören und dastehen und uns einfach die Medienberichte gefallen lassen, sondern auch, ja. Heute machen wir eine Aktion, wo wir Österreich für alles danken, weil wir eigentlich wirklich viel von Österreich bekommen haben. Und die Aktion ist es so, dass wir ein Symbol für die Österreich umarmen. Und wenn wir dieses Symbol umarmen, umarmen wir wirklich Österreich und die Österreicher auch selber. Und das heißt, die Aktion heißt, Flüchtlinge umarmen den Stephansdom. Wer organisiert diese Aktion? Eigentlich habe ich organisiert mit ein paar Leuten, ein paar Freunden, die mir dabei geholfen haben. Das war wirklich nicht von ihnen, also nur war eine von denen. Ja, hallo, also ich bin die Silvi und ich komme aus Italien, Südtirol. Und ich bin heute hier, um mich mit meinen Freunden, die aus Syrien sind, aus dem Irak, aus dem Iran,
mich solidarisch zu erklären, mit ihnen gemeinsam dieses Fest zu feiern, würde ich sagen. Ein Freund von mir, Ahmed, hat das zusammen mit anderen Freunden organisiert und ich finde, es ist eine sehr schöne Idee, dass positive Nachrichten über geflüchtete Menschen in die Medien kommen und ich finde es ein sehr schönes Zeichen und ich möchte es unterstützen und ich möchte auch meine Freunde, die neu nach Österreich gekommen sind, ja, damit unterstützen und sie auch willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass so viele neue Menschen nach Österreich gekommen sind, mit denen ich mich sehr gut verstehe und ich sehe das als Bereicherung und deswegen bin ich heute hier. Die Aktion, ja, ist eine Idee, die uns allen irgendwo schon so lange im Kopf war und die Idee wirklich zu sagen, es weiß niemand, ich war jetzt 3 Tage in Brüssel und wir haben mit ganz vielen Politikern gesprochen und keiner hat eine Antwort auf diese ganzen Fragen. Migration, wie leben wir in unserer Gesellschaft, wie kommen wir wieder miteinander aus? Und ich glaube, das ist genau die richtige Antwort aufs Problem. Wir als Gesellschaft müssen wieder zusammentreten und uns bemühen und allen zeigen, dass wir es auch wollen. Ich komme aus Syrien, ich bin seit 3 Jahren in Österreich und ich habe mit dem Projekt mit, ein Freund von mir hat eine Idee bekommen, heißt Khalid aus Homs. Es geht darum, wir werden einfach Stiftungsplatz haben, weil unser Ziel ist eigentlich, dass es wurde viel geschrieben über die Flüchtlinge, dass sie einfach gekommen sind, sie machen gar nichts hier in Österreich, sie sind einfach gekommen, ich weiß nicht, das ist ein Weg, sie arbeiten nicht dran, um einen Job zu finden und wir sind genau da, damit wir uns zeigen, dass wir sind hier, wir lernen Deutsch, um Arbeit zu finden, wir arbeiten einfach dran, wir sind nicht einfach zu Hause, um nichts zu machen. Und genau haben wir mit der Idee begonnen, dass wir uns auch am Stephansdom umarmen mit den Kerzen und uns zeigen, wer wir sind. Unser Ziel ist, dass nicht schlecht, dass guter und besser aber auf die Flüchtlinge oder über die Flüchtlinge geschrieben wird. Ich bin Abdullah Hamad aus Syrien und wir kommen heute, um eine Folge zu machen, um die Stephansdom zu machen. Was meinst du? معناها يعني حسب وجهة نظري انه نحن مثل كأنه بلدنا يعني بنحاوط وبنحتوي يعني هيك رسالة شكر يعني رسالة شكر كمان انا احمد ich komme aus Syrien wir sind hier als Flüchtlinge wir möchten die Österreicher und wir möchten die Österreicherinnen und Österreicher bedanken weil sie immer mit uns gestanden haben und wir wollen also das ist wie ein kleines Zeichen für als Dankeschön.